Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge DMC Devil May Cry auf dem Add-on oder DLC oder wie auch immer ihr es nennen wollt, Virgils Untergang, Virgils Downfall im Englischen. Jo, was ist bei den letzten Malen bis jetzt denn passiert? Wir haben Devil May Cry normal abgeschlossen und das hier knüpft direkt an die Story an. Virgil wurde von Dante verraten, in Anführungsstrichlein. Ja, sie haben sich gegen ihn gestellt. Sein eigentlicher Plan, die Weltherrschaft an sich zu reißen und die Menschen selbst zu beherrschen, ging in die Hose, weil Dante ihn geschlagen hat und er andere Pläne mit der Menschheit hatte. Und jetzt, meine Theorie ist, dass er hier gerade sozusagen gegen seine Selbstzweifel ankämpft, was ihn ziemlich kaputt macht gerade. Ich weiß noch nicht genau, was passiert hier in der Story, aber wir schauen, ob wir dafür noch eine Antwort bekommen. Wir haben die ersten drei Missionen erledigt. Mit einem relativ guten Ergebnis. Die ersten zwei, yeah. Und die dritte war jetzt ein S. So, und jetzt steigen wir direkt mal ein in Mission Nummer 4. Herzlos. Ich habe ihn getötet. Du hast sein Amulett genommen. Es ist nutzlos. Es reagiert nur auf Dante. Sie hat es ihm gegeben. Weißt du noch? Er war immer ihr Liebling. Das weißt du doch. Sie hat immer seine Impulsivität geliebt, wie er immer seinem Herzen folgte. Du solltest sie finden. Zeig ihr, was du getan hast. Beende, was du begonnen hast. Ja, Leute, mit findet sie, wird dann wahrscheinlich wohl die Mutter gemeint sein. Ja, wir wissen, wie das Dienrang-System funktioniert. Danke, ja, danke, ja. Okay. Uiuiui. Gehe ich zumindest mal stark davon aus, dass damit die Mutter gemeint ist. Denn sonst hat eigentlich... Wer soll Dante sonst das Amulett gegeben haben? Wir haben es ja in der Sequenz gesehen gehabt, dass es seine Mutter war. Und wir haben es jetzt eben gesehen. Ich glaube, Maria? Wie ist sie, Maria? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ist doch schon etwas her, als wir den Namen mal gehört hatten. Meistens hatte sie ja eher Beleidigungen als Kosenamen von unseren Gegnern. Aber den wirklichen Namen haben wir, glaube ich, nur wenige Male gehört. Tatsächlich. Oh. Keine Sorge, wir... Keine Sorge, oh. Mutter. Deine Albträume werden bald enden. Ja, Virgil hat sich dasselbe gedacht wie ich. Nämlich, keine Sorge. Wir kommen schon noch zu dir. Was wäre denn hier gewesen? Wäre hier irgendwas passiert? Hier wäre tatsächlich nichts passiert, okay. Ich sag gerade so, als ob da oben irgendwie was Unsichtbares wäre. War wohl nur eine optische Täuschung und so. Aber hier ist was. Das sieht man. Da. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Vergessen wieder nicht. Wir vergessen nicht, dass Virgil keinen Doppelsprung kann und gehen mal da rein. So, hier scheint es weiter zu gehen. Gucken wir mal. Fragezeichen. Ach, hier müssen wir lang. Sieht aber schon cool aus, ne? So, das Wasser. Und wie es da schwebt. Oh.
Na, dann gucken wir mal, wo uns das Ganze hier hinbringt. Wäre hier etwas gewesen? Sieht nicht so aus. Nein. So, aber natürlich warten hier Gegner auf uns. Das wäre sonst zu einfach, wenn wir hier nichts zu tun hätten. Ich mag es irgendwie nicht. Wow. Dass Virgil sich bei seinen Schlägen kaum nach vorne bewegt. Ich glaube, das ist das, was mich so irritiert, weil das bei Dante eher das Gegenteil war. Zack. Was? Er hat's überlebt? Wie? Ah, okay, du bist wieder so einer. I see. So, und zack. Tschüss. Auf jeden Fall klappt es jetzt auch mit der Steuerung besser. Ich muss sagen, ich habe heute Mittag mal Devil May Cry 4 mal wieder kurz angemacht. Und oh mein Gott, die Steuerung ist komplett anders. Ich muss sagen, bei Devil May Cry 4 gibt es ja auch das Virtual DLC. Oder ein Virtual DLC. Nein, lass mich in Ruhe, bitte. Und ich muss sagen, dass es sich bei Devil May Cry um einiges irgendwie flüssiger anfühlt. Also er fühlt sich besser an beim Spielen. Ich weiß jetzt nicht, woran genau das liegt. Na? Virgil, würdest du bitte... Hoppa! So, jetzt gehen wir zu dem anderen Kollegen hier, solange. Solange der... Eieiei! Ah, verdammt! Du musst jetzt natürlich meinen Stilrang, den ich eben erklärt bekommen habe, zum ersten Mal in diesem Spiel. Du musstest den natürlich direkt... Was, der lebt immer noch? Ach komm, du kleines Kackvieh. Ohne Witz, du regst mich auf. Und du lebst immer noch. Boah. Bring doch mal viele Gegner. Ja, im vierten Teil hat sich das Ganze flüssiger angefühlt von der Kampfart her. Die Steuerung ist irgendwie im vierten Teil eh komplett anders. Ich bin da zum Beispiel gar nicht mehr klar gekommen. Jetzt, als ich. Jetzt, wo ich hier DMC Devil May Cry spiele. Ist schon auf jeden Fall was anderes. So. Jetzt dürfen wir weitergehen. Danke. So. Wir sind sozusagen auf der nächsten Ebene. Und hier ist eine Statue. Eine Statuette. Schauen wir mal. Dämonenmodus. Hier haben wir noch gar nichts gelernt. Leveln wir das mal etwas hoch. 1000. Können wir da irgendwas holen? Ah, guck mal. Wir können uns ein Dämonenkreuz holen. Das gönnen wir uns mal. Und dann habe ich gesehen, dass es hier nach oben geht. Eieiei, nicht so weit. Virgil. So, und hier finden wir noch einen Stern. Das ist sehr schön. Denn wer findet nicht gerne Sterne, ne? Das tut doch jeder gerne. Jeder findet gerne Sterne. Ja. Das lief ja gut. Ich hoffe, dass das jetzt... Ja. Können wir da was dran? Ah, das geht von hier oben. Okay, ich dachte... Wir können von da oben nicht dran schießen, aber er visiert das zum Glück anscheinend automatisch an. Okay, mal wieder kein Zurück. Was haben wir denn hier? Kommen wir da überhaupt durch? Ach ja, wir können es kaputt hauen. Sehr schön, wir können mal was von der Welt kaputt hauen, außer Laternen oder Mülleimer. Fast geschafft. Warum ist hier schon wieder so ein großer offener Platz? Ah, das war ja schon fast klar. Du blödes Dreckvieh da oben. Komm ruhig her. Wow, ich bin doch ausgewichen. Du kleines Kackvieh. Komm ruhig her. So. Komm her. Nein, du da oben. Dich wollte ich eigentlich herholen. Weg damit.
Und hier haben wir noch so einen Kollegen hier, den kennen wir ja schon. Au. Okay. Den Schlag habe ich gerade nicht erwartet gehabt. Bäm, weg mit dir. Okay, das hätte einen besseren Rang. Das hätte ein besserer Rang sein können, auf jeden Fall. Aber nein. Da oben würde ich gerne hinkommen. Komme ich denn da oben hin? Da hinten geht's rum. Hier oben kann man hin. Komme ich da rüber von hier aus? Opa. Tatsächlich. Coole Sache. Coole Sache, das. Okay, jetzt wollen wir wieder zurück. Dann gehen wir hier runter, so wie es vorgesehen ist, und gehen den eigentlichen Weg, den wir eben schon gegangen waren, und ab dafür. So, jetzt müssten wir doch eigentlich schon ganz nah sein. Weit wird es nicht mehr sein. Denke ich einfach mal. Ist schon echt cool hier. Und Virgil scheint seine Verletzung schon etwas regeneriert zu haben, denn er hält sich nicht mehr am Bauch, wo in ihn eingestochen wurde. Was ist denn hier? Hier ist doch bestimmt alternativ, oder? Ich höre hier doch schon wieder so einen Typen. Yeah, wir haben wieder ein Gesundheitskreuz. Und daraus erfolgt, dass wir ein komplettes Herz aufgefüllt bekommen. Einen kompletten neuen Lebensbalken bekommen, sozusagen. Ihr habt es ja gesehen. Falls nicht, spult ein paar Sekunden zurück. Und dann seht ihr, wie das aussieht. Wie kommt man denn? Kommt man da hoch? Kommen wir da noch hoch? Ich versuche gerade irgendwie zu detekten, wie wir da hinkommen. Mal schauen. Bleh. Okay, wir müssen da timen. Timing! So. Okay. Wow, das sind viele. Wäsche. Ah, okay. Was zur Hölle? Stirb! Okay. Noch einer? Ach, da ist noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Wow. So. Oh Gott. Ich würde eigentlich gerne mal die da oben holen. Aber Virgil möchte nicht. Und ausweichen wollte er gerade auch nicht. So. Komm mal her jetzt. Und du auch, bitte. Einmal herkommen. Oh mein Gott. Ja. Zack. Und nochmal. Und zu guter Letzt noch einmal. Natürlich sind ja wieder so fliegende Vollidioten. Au! Mann, Gott, jetzt hat er mich auch noch getroffen. Ich glaub's nicht. Ich glaub das einfach nicht, was hier passiert. Nein, ihr stecht jetzt. Au! Was zur Hölle? Die können Kombos. Das kann doch nur ich. Ich bin doch der Einzige, der Fall im hier. Zumindest gerade. Okay, eigentlich wollte ich ja jetzt da hoch, aber wie? Wie ist die Frage? Ich glaube gar nicht. Vielleicht kommen wir da auch jetzt irgendwie hoch. So auf die Art irgendwie. Können wir da hochspringen? Aha, tatsächlich, da sind wir doch. Weg mit dir. Okay, sehr schön.
Dachte ich mir doch, dass wir hier irgendwo irgendwie hinkommen müssen. So. Einmal rüber. Über die schöne Brücke hier. Und dann müssen wir wahrscheinlich, so wie es aussieht, darüber. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich meine, es waren zwei Löcher in diesem Herzen, wo er mit seinem Ebenbild gesprochen hat. Und das erste hat sich geschlossen, als er Dante getötet hat. Getötet? Oder als er ihn besiegt hat? Getötet hat er ihn ja nicht so wirklich, eigentlich. Und das zweite schließt sich, wenn er seine Mutter tötet, befreit, so wie er es genannt hat. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist hier jetzt erstmal noch eine Statue. Und wir werden jetzt als erstes mal... Kann häufiger abfangen. Glühende Schwerter, was ist das denn? Nehmen wir mal das hier. Ah, okay, das verbraucht aber auch Dämonentrieb Power, sage ich mal. Einmal da hoch. Und dann mal da nach oben. Das ist wahrscheinlich das Haus, wo wir gerade... Ah, hier sieht schon wieder so nach Kampf aus. Kampf? Natürlich. Oh, eine Hexe. Hey, Hexe. Ich habe ja schon ewig nicht mehr gesehen. Was? Okay, können wir sie noch damit killen? Mit den Schwertern? Warte, wo ist sie? Ah, da. Okay, das ist ja kein Problem. Wir müssen sie einfach hier die ganze Zeit bearbeiten, sage ich mal. Zack. Und jetzt können wir sie schön herholen. Und pam. Und zack. Zack. So. Dann komm du mal her noch. Und mehr Gegner. Oh ne, nicht hier schon wieder. Verdammte Scheiße. Hört auf. Ah. Wow. Da wollte der mich fast wieder weghauen. Au. Puh. Oh, komm schon. Das kann ja wohl jetzt nicht euer Ernst sein. Euer verschissener Ernst. Okay, komm her. Du kleiner Kacklappen. Jetzt mir ziemlich auf den Sinn gemacht. Komm her jetzt. Ach, ich kann den nicht herziehen, wenn der so leuchtet. Okay. Dann zersensen. Oh Gott. Na komm, Hexe. Na komm, Hexe. Stirb. Nein, komm her jetzt. Oh Gott, verdammt nochmal. Hi, okay, das hat funktioniert. Puh. Also manche Kämpfe sind echt ätzend. Ja. Und es geht in die Gruft. Spooky. So weit ist er doch gar nicht gegangen. Naja, gut. Schauen wir doch mal. Wo kommen wir hier denn hin?